Mahlzeit, meine lieben Freunde. Ja, das mit dem Server hat absolut nicht geklappt. Ich bin jetzt hier in einer Singleplayer-Welt. Was mich total ankotzt. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Man kann da nichts machen. Ich habe alles probiert, um den Server aufzusetzen, aber... Nope. Leider nicht da. Naja, müssen wir so durch. So, das wäre der perfekte Ort für die ersten Maschinerien. Dann machen wir hier die Grenze. Tja. Es ist wirklich nervig. Ich meine, du probierst halt wirklich alles Mögliche und dann so ein Scheiß. Ich könnte so kotzen. Ich hätte mich so sehr gefreut auf so ein Multiplayer-Minecraft-Projekt. Aber ja, Server will nicht. Der Server will einfach nicht. Das ärgert mich brutal. Ich sag schon gar nichts mehr dazu. Naja, müssen wir damit leben. Ist jetzt besser als gar nicht. Tja, hilft alles nichts. Dann ist das halt so. Muss ich mich alleine drum kümmern. Um dieses Projekt. So, ich fange erstmal mit dem Haus an, bevor ich jetzt hier irgendwas großartig tue. Weil im Prinzip müssen wir ja den Raum aufmachen. Moment, nee. Also erstmal die Haupthalle, ja. Hätte ich gesagt. So. Das erste, was wir uns machen, ist schon mal eine Crafting Box. Machen die zu einer Crafting Station. Eine Crafting Station, kann man so sagen, da fallen die Items nicht raus. Hier muss ich jetzt erstmal durchgraben.
Platz für das Haus schaffen. So, einen Augenblick mal. Wenn es schon so läuft. Wie groß brauche ich das denn eigentlich? Ich muss gucken, dass die Größe des Raums für die Maschinen einfach passen. Hi, Ausstudio. Gleich mal vorweg für dich. Ja, ich hätte es gerne auf Server gemacht, O Studio, aber hat leider nicht so geklappt, wie es soll. Irgendwie hatte der Forge-Server Probleme. Ich habe gestern dran gesessen, ich habe heute Morgen noch dran gesessen, aber es wurde einfach nichts. Selbst als ich noch Gigabyte hinzugefügt habe, selbst dann ist er nicht gestartet. Und das macht mich schon halt echt traurig. Jetzt muss ich halt das Projekt alleine durchziehen. Ganz abzuschweigen vom Skin. Sieht irgendwie ein bisschen weird aus. So. Ach, Holz habe ich ja gerade gar keins dabei. Die Bäume sind alle so klein gewachsen. Eine Sache sollte man allerdings niemals bauen, bevor man nicht weiß, wie sie vernünftig funktioniert. Und zwar das Ding hier. Wenn das Ding hochgeht, brennt alles und ist alles voll mit Radiation. Das Ding ist wirklich super gefährlich. So. Dann erstmal Werkzeug.
machen wir uns erstmal zwei davon und zwei davon. Da haben wir erstmal ein bisschen was, womit wir graben können. So, natürlich das Ganze auch mit Boden ausfüllen. Hier haben wir Aluminiumkies. Ja. Ansonsten hatte ich doch hier irgendwo gerade eine Höhle gefunden. Ach da. Übrigens, die Dinger. Warum gibt es diesen Tredomat? Ganz simpel. Ich habe es mal ausprobiert. Dieser Particle Accelerator, der braucht eine unfassbare Menge Strom. Und ich habe die bisher wirklich nur mit diesen Dingern hier starten können. Deswegen steht der Tredomat auch da. So, und ich werde mich jetzt mal hier wagemutig hier runter basteln. Ich bin hier ganz vorsichtig. Leider habe ich auch keine Musikplaylist am Start. Nicht runterfallen, obwohl da eigentlich Wasser ist. Moment. Ich mache das anders. Ich werde mir nämlich einen Wegpunkt setzen. Map. Achso, das ist noch ein Stück von der anderen Map, die ich vorher da hatte. So, wir machen einen Wegpunkt, wo wir uns später wieder hochteleportieren können. Dann werde ich mal jetzt weiter die Treppe zusammenbasteln. Kupfer und Eisen und so, das werden wir alles brauchen. Und naja, wir werden Unmengen brauchen. Unmengen, möchte man meinen. Oh shit. So. Aber bevor wir hier das hier abbauen können, brauchen wir erstmal Stein. Ich hatte eigentlich auch mal ein Texture Pack drin, aber ja, dadurch, dass ich das Pack abgedatet habe, geht das jetzt nicht mehr. Oder ist zumindest verschwunden. So, Magnet bitte an. So.
Ja, eine Sache vorweg. Diese Reaktoren Sachen, die werden sehr viel Sachen kosten im Endeffekt. Deswegen werden wir auch die Query sehr häufig anwenden müssen. So, zurück nach oben. Basteln wir uns erstmal einen schönen Ofen. Oder gleich zwei. Und, shit. Ich könnte den Baum da fällen, aber das braucht schon ein paar mehr Spitzhacken. So, außerdem hier noch so eine Truhe mit ein paar Anfangsstuff. So. Das Schöne an dieser Sache ist, gleich wirst du es oder werdet ihr staunen. Jetzt haben wir hier zwei Zepters. Und pass mal auf, was wir mit diesen wunderbaren Dingern machen können. Ey, und klick. Was? Shift und klick. Aha. Aha. Irgendwas stimmt hier nicht. Change stuff function apostrophe. Gut. Und jetzt da. So kann ich ganz easy überall hin. Simpel, oder? Die Drachen haben jeweils verschiedene Fähigkeiten, die man auch gut nutzen kann. So. Holen wir uns erstmal Steinspitzhacken, dann können wir uns schon mal darum kümmern, Ressourcen zu sammeln. Dass wir halt so gesehen schon mal eine Query anschmeißen können. Die Query ist ja eigentlich nichts anderes als eine, ja, Mining Machine. So gesehen kriegen wir von der ziemlich dick Ressourcen. Und es gibt auch einen Trick, wie man die maximale Power aus einem Query rausholen kann. Ach, ich habe eine Sache vergessen, und zwar die Solarpanels. Ach, naja, gut. Konnte ich denn die Solarpanels vergessen vorher?
bei der Truhe. Bei der Bonustruhe. Naja, was soll's. Kann ich mir irgendwann noch holen. So, Frage ist, wie groß mache ich das? Wie gesagt, der Maschinenraum muss halt riesengroß werden, weil da einiges Zeug reinkommen wird. Deswegen weiß ich nicht, wie weit ich in die Richtung noch bauen soll, bevor ich die Tür mache. Gucken wir einfach mal. Ah, wie nett. Wie nett. Das hier wird auch noch wichtig, aber noch nicht jetzt. Ich hatte meinen Texture Pack, aber naja. Gut, ich kann mir die Texturen jederzeit wiederholen, das ist nicht das Problem. Nur, es gibt nicht für alle Mods Texturen. Das wäre dann so ein komisches Mischmasch. Weiter und weiter und weiter und weiter. So, ja, hier mal so ein komisches Skelett. Why ever das hier steht. Eigentlich nicht gerade notwendig, dass es hier steht. So, das hier sind so Bienenstöcke. Ihr wisst ja, Minecraft selbst hat die Bienen erst seit der 1.15 eigentlich, aber durch Forestry gibt es die schon immer. Ja, also sagen wir es mal so, Minecraft hat die Idee mit den Bienen von Forestry. Nicht andersrum. Ich bin ja schon wirklich gespannt auf die Ideen, die sonst so kommen noch. Aber das hat Zeit. Oh ja, das sollte groß genug sein. Jap, yep. Sollte groß genug sein. Dann mach mal hier mal die Tür rein. Weil das kann ja so bleiben. Nee, Quatsch, kann so nicht bleiben. Ich muss ja dann Boden rein. So, wie breit ist das jetzt? 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Doppelt hier, dann muss ich auf der anderen Seite auch nochmal 23 hauen. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also noch drei in die Richtung. Da die Bäume hier sowieso weg müssen, kommen die mir gerade recht. Also Antimatter-Produktion, die wird ewig dauern. So, aber wie... Vorsicht. Vorsicht vor diesen Blöcken, ne? Radioaktivität ist No-Go in dieser Welt. Wir wollen ja schließlich nicht die Umwelt verschanden. Mit radioaktivem Zeug. So, wird gleich Zeit, eine Kiste zu bauen. Kisten nehme ich gerne. Vor allem, wenn ich so ein viel Krimskrams habe. Sechs Eier, wo habe ich die denn jetzt so schnell her? Weil Hühner sich jetzt hier nirgends rumlaufen. Allerdings sieht es fast so aus, als müsste ich nee, ich muss gar nicht mal durch die Rubberbäume. Sehr interessant. So, damit das nicht so hier blöd aussieht mit diesem Hügel hier, entferne ich den auch gleich mal. So. Zwei Spitzhacken. Aus Stein, das ist schon mal praktisch für Eisen und Co. Wenn da die Tür ist, dann muss auf die gegenüberliegende Seite auch die Tür rein. Das Game sagt über sich relativ wenig aus. Na?
Es soll halt Spaß machen. So, das heißt, hier rein kommt der Boden. So. Hau ich den erstmal weg, weil die Blätter von denen hängen direkt drüber. Ich hätte ja Musik mit reinnehmen können, aber habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich hätte aber vielleicht noch ein bisschen mehr spannend gemacht. Man sieht aber auch schon, wohin das führt. Ich muss das Ganze nämlich ausgraben. Baue ich mir jetzt schon mal die Schmelze auf oder nicht? Oh. Hähnchen weg. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Holz. Ja, Holz brauchen wir ohne Ende. Das wird nicht so schnell gegessen sein hier mit dem Holz. Ich werde euch auch zeigen, wie man Maschinerie richtig ansetzt. Heißt, im Prinzip muss man wirklich aufpassen, wie man Maschinen setzt. Und welche Stromstärke man ihnen hinzufügt. Weil nicht jede Maschine kann gleich so extrem viel Power nutzen. Aber das gilt auch wirklich nur für die Industrial Craft Maschinen. Bei den ganzen anderen Maschinen ist das vollkommen egal. Und ich würde sagen, wir werden uns jetzt mal auf in die Mine machen. Oder besser gesagt in die Höhle. Bevor wir nichts anderes haben als Hausbau. Weil wir brauchen jetzt Stuff. Und um genau zu sein, geht es mir um dieses hübsche Ding.
Ihr seht, viele, viele Zahnräder machen das Ding aus. Und wir brauchen Marker. Und für die Marker brauchen wir Lapis. So, wir haben 6 Eisen. Es braucht mehr. So, Kupfer, Zinn, alles brauchen wir später. Kohle mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. So, das Lapiszeug bitte auch mitnehmen. Wobei man aus dem hier wirklich jedes Mal 32 rausbekommt. No joke, no joke. So. 6, 6. Ja. Also es müssten mindestens 8 immer sein, weil so kann man dann ganz gut Kohle sparen. Haben wir hier sonst noch was? Scheint nicht so. Da oben wäre noch Eisen. Acht und sieben. Also, Eisen, Lapis habe ich. Was ich jetzt noch brauche, sind Diamanten und Redstone. Und natürlich Gold. Lapis finde ich hier nicht mehr. Gold. Sehr schön. So, Redstone haben wir hier auch. Das brauche ich nämlich auch gerade. So. Wäre sinnvoll gewesen, ich hätte Fackeln mitgenommen. Aber gut. Ist halt so. So, dann grabe ich mich mal in Richtung hier durch. Ja, ich will eigentlich nicht so viel mitnehmen. Silber.
Gelurit. Eisen, Lapis, Redstone, Gold. Fehlt nur Dias. Naja. Wobei Gold haben wir noch zu wenig für eine Bratrunde. Da hätten wir's. Nein, nicht zu viel mitnehmen. Jetzt ist die Frage, unter mir oder über mir? Vermag mir die Frage zu bleiben, über mir oder unter mir? Ja, da ist es. Alles klar. Nun ja. Oh ja, ganz viel Lava. Und das, was ich suchte. So, 12 Kohle für 1, 2, 3, 4, 5 Dinger. Gut, dann wollen wir mal. Die Quelle baut sich nämlich nicht von selbst. Was ich mir gerade überlege, wenn ich da die Watermills und die Solarpanels hinstecke, dann muss ja eigentlich der Stromspeicher direkt in der Nähe sein. So viel dazu. Ich muss also die Maschinen komplett hier entlang laufen lassen.
Nur das Ding wird sein, das ME-System muss direkt vor den Industrial Craft Maschinen stehen. Nun ja. Das ist dann wohl Grübel, Grübel. So, einmal acquired hardware. So. Ja, das Haus müssen wir auch irgendwie so weiterbauen, dass wir überhaupt die Maschinen überhaupt erst hinstellen können. Vor allem, ich bräuchte im Prinzip einen Minimumstein. Minimumstein war aus. Oh Gott. Oh Gott. Philosopher Stone. Moment, der macht es gar nicht drin. Sheet. Equivalent Exchange ist gar nicht drin, oder? Um anders zu sagen, Project E ist gar nicht drin. Sheet. Wie soll ich denn jetzt ändern Palm machen? Ich meine, ich habe es noch auf Peaceful. Jetzt muss ich mal ein paar Zahnräder zusammen basteln. Denn wir haben es ja gesehen, es braucht die Zahnräder. Es braucht sie einfach. So. Baumstämme, Baumstämme, Baumstämme. Das ist irgendwie die Hauptressource im ganzen Spiel. Ohne diese Dinger kommst du nirgends weiter. So, Sticks und dann die Zahnräder. Ein paar zigtausend Zahnräder, um genau zu sein. So. Die Ressourcen packe ich mal da rein. Dumme ist, wenn ich hier jetzt beim Ofen nicht aufpasse, dass das fertig ist hier mit dem Lapis. Macht der nicht weiter, aber die Kohle brennt trotzdem ab. Und deswegen sollte man jedes Mal, wenn eins fertig ist, rausholen, weil ihr seht, 32 Lapis pro Lapisrohr hier, das ist schon eine harte Menge.
Und ansonsten, ich weiß noch nicht, wie der Plan nächste Woche aussehen wird. Was wir genau anstellen werden. Weil ich werde das wahrscheinlich nicht allzu häufig bringen. Vor allem, weil Assassin's Creed mehr oder weniger im Vordergrund steht noch. Und dieser zwar ja auch noch nicht ganz beendet ist. Die Erde werden wir uns natürlich für den Particle Accelerator aufheben, denn nur mit Materie können wir Antimaterie herstellen. Macht Sinn. So, das haben wir schon mal so weit. Jetzt brauche ich Eisen, Gold, Diamanten. So, Eisenzahnräder. Die ganzen Achievements hier. No, it isn't ma made of honey. Scheiße. Fehler. Fehler im System. Ich habe zu viele gemacht. Ich habe zu viele gemacht. Brauche ich die Goldzahnräder noch für irgendwas? Logistics Statics Table. Crafting Sign Creator. Logistic Pipe Controller. Basic Logistic Pipes. Na ja gut. Aber auch so viele Logistic Pipes werde ich nicht brauchen. Könnte es zurück zu Gold machen. Nur dann ist das Holz halt weg. Und der Stein und das Eisen. So oder so. Goddammit. Ja, irgendwas werde ich mir schon einfallen lassen mit denen. Ich halt was falsch gemacht. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. So. So, so. Redstone und ja, Iron Gear. Zup, 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 zup. Zup.
Also man sieht, hier gibt es schon wirklich viel zu tun. Moment, ich baue mir gerade mal noch eine zweite Crafting Table. Damit ich das nicht rausräumen muss aus der anderen. Und wie man schon vielleicht lesen kann, das Ding zerstört Chunks. Das Ding kann wirklich Chunks destroyen. Wortwörtlich. So, aber es gibt hier nirgends eine Wüste in der Nähe. Ich merke aber gerade, und das ist nichts Gutes. Dieses Lila Gedöns, da darf man nicht drauf treten. Das ist eine böse Suche. So, aber ich brauche Sand. Sand gibt es hier tatsächlich mehr als genug, aber das wird niemals komplett ausreichen. Sage ich nur schon mal so. Es wird definitiv mehr benötigt. Erstmal Sand. Und natürlich kommt mir jede Menge Zeug entgegen. Nicht wundern, ja. Es ist einfach nur. Okay? So. Sand. Und eigentlich wollte ich nicht alles Kohle reinpacken. Denn ich will eigentlich nur Rohre machen. Aber ich werde sie noch nicht platzieren. Weil mir fehlt im Prinzip ein Item, um Enderperlen zu stellen. Der Philosopher Stone. Ich werde es auch nicht immer so extrem lang machen. Ich meine, für 1 bis 1,5 Stunden sollte das ja in Ordnung sein, immer. Weil man braucht halt Zeit, um wirklich das Haus fertigzustellen, die Ressourcen zu sammeln. Das ist schon etwas krank. Aber gut, das Projekt ist wirklich kein schlechtes. Ist wirklich eins der geilsten Projekte überhaupt. Ich bin wirklich froh über die ganzen Mods, die ich da installiert hatte. Muss ich schon so sagen. Antriebsquelle habe ich ja aber auch noch nicht. So, jetzt brauche ich 3 Redstone-Fackeln.
Becher sind aber 4. Und dann brauche ich auch noch mal 4 Lapis. Ihr wollt nicht wissen, was aus diesen Sachen passiert. Oder? Glaub mir. Das Geheimnis dahinter sind die Marker. Und dann brauche ich auch noch 2 Hebel. Denn mit den Hebel kann ich immer schön erkennen, wie weit die Range ist von einer Fackel. So, wie gesagt, hier kann man sich dann kreative Energy Cubes kaufen. Die sind einfach wirklich nur da, um Particle Accelerator anzutreiben. Ist die Frage. Ich habe noch keine Möglichkeit, Energies hinzustellen. Noch überhaupt keine. Aber ein Schwert wäre nicht schlecht. Besser 2 sogar. Und das Schwert machen wir direkt. Wobei. Wir können das Schwert direkt aus Diamanten machen. Was soll der Geiz? So, einmal Drache. So, jetzt muss ich nur überlegen. Das bringt mir noch gar nichts. Das bringt mir noch gar nichts. Einen Moment mal. Denn ich brauche folgende Dinge. Ich brauche ein Writing Desk mit Glas und Feder. Also Glasflasche und Feder. So, Glasflasche haben wir, Feder haben wir und ansonsten braucht es nur Holz. Dann brauchen wir einen Inkmixer. Dafür braucht es auch nochmal Holz. Eine Glasflasche. Und scheinbar auch Steine. Ja, dann packen wir mal Steine in den Ofen. Wir brauchen 5 Steine insgesamt, um das Ding zu bauen. Dann braucht man noch einen Bookbinder, das ist auch nochmal 5 Holz und Eisen. So, das ist damit beschäftigt. Dann haben wir hier noch eine Crafting Box übrig. So, der Bookbinder. Eigentlich brauche ich den Inkmaschinen eigentlich gar nicht, weil die Pages sind halt schon mal da, die ich brauche. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlen würde, ist halt Leder. Wobei, das ist keine gute Stelle. Da. So. Und jetzt muss ich eine Kuh suchen. Na dann, suchen wir nach einer Kuh. Ach, okay. NPC-Dorf
stattdessen. Aber hier sind auch Kühe. So, dann wollen wir mal gucken. Das Ding habe ich bisher nie verstanden, was das sein soll. Und warum das hier sein soll. Irgend so ein komischer Turm. Aber why the hell ist das hier? Generell sieht das ganz merkwürdig aus hier im Dorf. Danke. Ich habe einfach mal so ein Bett bekommen. Und hier seht ihr Goldcoins, die man plündern kann. So. Was haben wir sonst noch hier? Ach ja, Bienenhäuser. Die werden wir später noch brauchen. Jetzt interessieren die uns erstmal nicht. Hier soll noch eine Truhe sein. Mit weiteren Coins. Leg mal Zeug ab, was du nicht brauchst. So. Hier haben wir Dark Steel. Wir haben Coal Coke. Wir haben Obsidian. Obsidian werden wir auch mehr als genug brauchen. Es ist also nicht unwichtig. Dann haben wir hier eine Railcraft-Station. Mit Teerölschienen. Hole ich jetzt aber nicht mit. Warum? Warum fliegt mir Zeug zu? Ach, das Gebäude habe ich gesucht. Das Gebäude habe ich gesucht. Und zwar. Ja, natürlich habe ich keinen Platz für. Da schaffen wir uns Platz. Und zwar ein Partbilder. Ein Stencil Tail. Und ein. Eine Toolstation. Dann muss ich die schon mal nicht selber craften. Und wer sich fragt, warum kann ich fliegen? Hier die Antwort. So, jetzt muss ich mich erstmal um die Kühe kümmern. Wo habe ich die gleich nochmal gesehen? Da. Zurückfahren. Ich lösche die Samen, die so unnötig zufliegen, immer. Das ist einfach nur blöd, wenn alles zufliegt, aber der Magnet ist auch irgendwo auch hilfreich. Ja, super. Eier. Fehlt. Genau. Das ist das, was ich haben wollte. Leder. So. Nochmal einmal noch mehr Goldcoins. Dann haben wir hier die ganzen Tables. Ja, ich müsste den Boden hier erstmal fertigstellen. Eigentlich. Oh gut, stellen wir die Dinger erstmal hin. So, das ist Krams für hier. Das auch. Das ebenso. Kohle kann hier rein. Die blöden Bücher, die braucht kein Mensch. Redstone kann hier weg.
Obsidian kann weg. Das ist ganz Holz. Wobei, nee, Holz brauchen wir noch. Holz brauchen wir gleich noch sogar. So, wir nehmen uns jetzt Leder. Wir nehmen uns die Pages. Und gehen hier hin. Das ist wichtig. Dann anfangen mit einer Standardwelt und dahinter halt den Rest. Und das soll eine Welt für die Query sein. Packen das Leder rein, nehmen das Buch und schon haben wir das Buch. Wir müssen aber auch noch zurückkommen. Ja, okay. Das Unlinked-Buch. Ja, okay. What the hell? Leute, ich glaube, wir haben ein Problem mit dem Buch, womit wir zurückkommen sollen. Oh, oh. Das ist ja jetzt nicht so toll. Gut, ansonsten könnte ich theoretisch TPX machen. Aber dann lande ich am Spawnpunkt. Und der ist ganz weit woanders. So, 2, 2. So, Bookstance. Wie gesagt, notfalls kann ich TPX 0 machen. Das sollte nicht das Problem sein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die Welt aufbaut. Weil da müssten jetzt Emerald-Blöcke und Glowstone-Blöcke überall rumschillen. Oh, Scheiße. Sorry, wenn ich mich gerade kreativ mache, aber das ist nicht so geil. Das ist nicht so geil. Ich habe zwar das, was ich wollte, Emeralds und Glowstone-Dinger, aber Poison und Weakness? Oh no. Oh no. Das ist jetzt nicht so schön. Schade. Schade. Jetzt mal ernsthaft. Das werde ich gleich noch mal probieren. Das ist der Grund, warum ich Mystkraft-Welten oftmals Creative mache, erstelle, weil ich nie weiß, was da rauskommt. Ja. Das Ding ist schon mal für den Müll.
Ich überlege gerade, soll ich zwei Bücher machen? Zwei verschiedene. Weil ich brauche eine Welt für Glowstone und ich brauche eine Welt für Emeralds. So, zweimal Link Panels. Das machen wir glatt nochmal. Dann Standard. Und nein, Leute, ich werde nicht die ganze Zeit so bleiben. Ich werde das nur machen für die Mystcraft-Welten. Für das andere. Naga. Weil ich brauche stabile Mystcraft-Welten. Und zum Testen ist die Version am einfachsten. So, einmal Emerald Ore und einmal Glowstone. Ich hätte jetzt auch nicht dafür extra nochmal zwei Kühe töten gehen. So, schauen wir mal. Also, wir brauchen eine davon. Wir brauchen eine Standard-World. Wir brauchen das. So, das wird die Query. So. Dann machen wir noch eine andere mit Standardwelt und Glowstone. Die nennen wir einfach Glowstone. Wo wir uns dann ständig Glowstone holen können. Weil im Nether wird es definitiv nicht genug Glowstone geben. Für ein gewisses Rezept namens Nether Star. Und der Nether Star ist, was Glowstone angeht. Ja. Wir brauchen jeweils vier. Schon mal allein hier. Für den Nether Star an sich. Dann brauchen wir vier. Für den Core. Blöcke wohlgemerkt. Und dann jeweils zwei für so ein Star Branch. Das sind auch nochmal acht. Also ganze 16 Glowstone-Blöcke für einen Netherstern. Deswegen sage ich. So, ich falle. Das ist nicht wie erwartet. Bin ich hier? Sag mir jetzt nicht, hier ist lauter Wüste. Das sieht aber nicht nach einer Standard-Map aus. Leute, einen Moment, ich grab mich mal grad runter. Ich will mal was probieren. Hey. So wie es aussieht, gibt es hier keine Erze. Unten drunter. Das ist Kacke. Sorry, wenn ich hier ein bisschen rumprobiere, aber die Mystkraftwelten sind mir schon wichtig, dass wir sowohl Erze haben, die unter dem
Boden sind als auch Smaragde. Und da hat sich meine eigentlichen Welt mal eine gute Welt erwischt, wo das wirklich eine komplette Standardwelt war. Tut mir jetzt leid, aber das muss jetzt sein gerade. Also das ist für Müll und was ist die Glowstone-Welt dann? Bei der Glowstone-Welt wäre das nicht so schlimm. Das ist ja auch Wüste. WTF? Warum? Oder muss ich noch ein Biom dazufügen? Oder was soll das? Na gut, bei dem hier ist es ja nicht so schlimm. Hier geht es hier ja nur um die Glossum-Blöcke. Quasi. Aber das andere? Wo die Query laufen soll? Leute? What the fuck? Tut mir leid, dass ich das jetzt gerade tun muss, aber ich finde es schon irgendwo wichtig. Eine vernünftige Welt zu haben. Und wie gesagt, damals hat das auch funktioniert. So. Standard Emerald. Jetzt will ich eine vernünftige und nicht so eine wüstige. Standard Emerald. Es muss doch eine Möglichkeit sein, dass das eine normale Welt ist. Wieder eine Wüste. Und zwar, Alter! Mit einem riesen Lava-Lake. Als wenn man in der Hölle gerade. Ich check's gerade nicht. Das hat doch letztens auch so geklappt. Ohne dass ich ein bestimmtes Biom angegeben habe. WTF? Ich fühle mich gerade ein wenig verarscht. Fühle mich gerade etwas verarscht von dem Scheiß. Ach ja, ach ja, ach ja. Gut, muss ich eventuell noch angeben, welches Biom. Aber warum? Standardwelt ist doch einfach eine Standardwelt mit Zeug. Hey.
Was zum Teufel? ST? What is going on? Standard. Biomes. Was gibt's denn da so Schönes für ein Biom? Flower Forest. Forest Biom. Nur mal Forest Biom. Und dann nehmen wir noch Emerald. Hey Nate. I'm a bit on just experimenting. Es schneit. Ja, es ist schon mal ein Wald. Wir haben Emeralds. Alles klar. Ich denke mal, das passt. Das passt. So. Gut. Dann muss ich jetzt aber eigentlich nur noch eins hier hinstellen. So, da muss ich das. Oh, TPX0. So. Gut. Das Buch aktivieren. Rein. Und das linke Bock legen wir hier drauf. So, jetzt ist der Witz an der Sache. Am besten nicht zu nah an der Steinplattform anfangen. Wir brauchen die Hebel, wir brauchen die Schalldinger, wir brauchen die Quarry. Läuft. Das Dumme ist, das läuft jetzt durch die Bäume durch. Was jetzt nicht so ganz geil ist. Jetzt muss ich mich damit Holz hochbauen. 1, 2, 3. Shit. Why the fuck? So, jetzt in die andere Richtung. Hoppala.
Ich habe aber was vergessen an der Anfangstruhe. Das würde ich mir gleich nochmal ganz gerne holen. Wenn es okay ist, weil, ja. Ach scheiße, ist hier ständig Nacht. Das wäre schlecht. Das wäre schlecht, wenn hier ständig Nacht ist. Das war wirklich scheiße. Weil wir wissen ja, Solarpanels funktionieren nicht in der Nacht. Die funktionieren nicht in der Nacht. Das wäre jetzt kacke, wenn hier nirgendwo Sonne ist. Kann ich sowieso noch nicht aktivieren, weil, ja. Wir sowieso. Und ich meine auch wortwörtlich sowieso. Kein Item-Teleporter haben. Heißt, wir haben keine Endertruhe. Weil mir fehlt ein gewisses Werkzeug, um Enderperlen herzustellen. Gut, ich würde aber sagen, das war's erstmal für heute. Wir machen nächstes Mal weiter. Es war jetzt halt schon ein bisschen blöd, dass ich rumexperimentieren musste mit diesen Welten. Ach, Beep! Guten Abend! Danke für den Raid. Ja, gut, dann machen wir doch noch ein bisschen weiter. Wenn wir schon so einen tollen Raid von ihm bekommen. So, Frage ist nur, ja. Ich muss erstmal das Haus zu Ende kriegen. Hilft alles nix. Ja, worum geht's hier? Hey, Kaki! Guten Abend. Ja, worum geht's? Also, wir haben hier einige Mods zusammen. Man sieht vielleicht schon ein Ding, was hier vielleicht Teil des Modpacks sein kann. Ne? Ich kann hier einfach gemütlich rumfliegen. Mit den Stuffs. So, der dritte Mod hat hier eine sogenannte Energy Cell drin, die ich später für den Particle Accelerator brauche. Lol. Ansonsten haben wir hier Rubberbäume gewiss. Und wenn ich mal zeigen darf, wir haben sogar noch weitere Welten. Hier, das Ding soll mir später ein paar Ressourcen besorgen. Allerdings ist hier, wie es scheint, ständig Nacht. Oder sehr, sehr lange Nacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr merkwürdig. Und ansonsten, ja. Ich habe mal ein paar Werkzeugtische stehen, womit wir uns später dann Werkzeuge herstellen können.
Eins möchte ich aber gleich mal vorweg warnen. Na? Könnt ihr den Namen dieses Blocks lesen? Ja, genau, es ist radioaktiver. Es sind radioaktive Blöcke. Und wie kriegt man die? Indem der Fission-Reaktor explodiert. Naja, der Fission-Reaktor ist schon was Gefährliches hier. So, aber es braucht Holz, deswegen holen wir uns Holz. Ich sag mal vorweg, es ist nicht ganz materialgünstig hier. Es braucht wirklich eine ganze Ecke Materialien. Und die sammeln erstmal. Und dazu ist halt der Quarry dort. Allerdings habe ich vergessen, in meine Anfangstruhe die Solarpanels reinzulegen, die ich dafür brauche. Heißt, im Prinzip müsste ich erstmal darauf warten, dass ich die bauen kann. Aber ich kann die Quarry sowieso noch nicht antreiben, weil mir fehlt halt ein Mod. Und lol. Ja. Ist halt so. Also, ich kann meine Quarry noch nicht anschalten, weil ich sonst noch nicht die Ressourcen einsetzen kann. Denn ich brauche Enderperlen für die Endertruhe. Und Enderperlen für die Endertruhe kann ich ohne Mobs nur kriegen, wenn ich vier Eisen mit einem Philosopher Stone mache. Ja, vier Eisen mit einem Philosopher Stone. Zu Enderperlen. Wir werden noch jede Menge Spaß haben mit. Es ist aber auch wirklich selten der Fall, dass ich Häuser baue. Weil, ja, in meinen privaten Welten habe ich nie irgendwelche Häuser gebaut. Ich habe einfach stumpf irgendwelche Sachen irgendwo hin platziert. So, wir haben hier ein Bett. Das Bett stellen wir mal hin. Ansonsten, die Besonderheit dieser Crafting-Tische ist halt, man legt was rein, es fällt nicht raus. Das ist was Besonderes an diesen Dingern hier. Ich habe erstmal abgezählt, wie groß dieser Maschinenraum hier hinten werden soll, weil der Maschinenraum wird gigantisch. Weil es sind sau viel Maschinerie. Nur ich werde erstmal sehr viel Holz benötigen jetzt. Das kann etwas dauern, bis wir das Haus fertig haben. Und darum würde ich mich jetzt erstmal kümmern. Weil sonst werden wir ewig um 3 Tage an diesem Haus sitzen.
Ursprünglich, meine lieben Freunde, war das ja als Server geplant, aber es lief einiges schief. Jetzt fragt ihr euch sicher, was lief schief? Ich habe auf Forge-Server die Mods reingekriegt, ja, und es hätte auch eigentlich funktionieren müssen, aber Server meinte, nope, ich starte nicht. Ja. Und so kam es dazu, dass ich doch eine Singleplayer-Map nehmen musste. Was ich echt schade finde. Ja gut, es geht langsam voran mit dem Haus hier. So, das hier muss ich noch wegmachen. Das hier muss ich eventuell auch wegmachen. Das ist irgend so ein Skelett, was einfach da rumsteht. So, aber ich wollte noch ein Dorf irgendwas holen, was da hinten rumliegt. Was das da ist, kann ich euch leider auch nicht sagen. Das sieht sehr merkwürdig aus. Haben wir nochmal Goldcoins? Also das Gebäude hier und das Gebäude in der Mitte ist von dem Mod Draco Animus. Das sorgt auch dafür, dass ich das hier machen kann. Mit dem Drachen. Und warum zum Teufel steckt der in einer Schmelze drin? So, ansonsten haben wir hier ein Imkerhaus vom Forestry. Auch ein Spezialgebäude. Sowie ein weiteres Spezialgebäude, was hier hinten steht. Welches sich sehr auf Schienerie auslegt. Ja, es gibt mehr Schienen, als man denken kann. Ich kann als Drache jetzt gerade das Menü nicht aufmachen. Wenn wir jetzt mal einen Track eingeben, dann sehen wir schon, wie viele Schienen es gibt. Es gibt Weichen, es gibt Kreuzungen, es gibt sogar Halteschienen. Halteschienen sind wirklich praktisch, wenn man halt mehrere Stationen macht. Und das Gebäude hier ist das sogenannte Tinker's Construct-Gebäude, wo man Schablonen für Werkzeuge, Waffen und hat man nicht gesehen finden kann. Hier habe ich jetzt schon mal eine Pickaxe-Set und eine Toolrod. Im Prinzip könnte ich die Schmelze auch schon bauen, aber dafür müssen wir erstmal ein paar besondere Dinge holen. Und dafür geht es erstmal weiter. Oder besser gesagt, wieder zurück. Marsch, marsch.
denn die Schmelze ist gar nicht mal so schwer herzustellen. Man braucht lediglich Ton, Kies und Sand. So, und genau die drei Sachen, die ich eben genannt habe, werden wir jetzt uns holen. Das ist kein Ton, das ist Salz. Er braucht kein Schwein. Danke dafür. So. Hier sieht man jede Menge Salz im Wasser. So. Also, es heißt ein Sand, nee, Quatsch, ein Tonblock, vier Sand, vier Kies ergeben 8 Grout. Oh, diese Federn lösche ich mal. Und davon sollten wir wirklich eine Menge machen. Daher nehme ich mir mal die Freiheit und hole mir den ganzen Sand. Ich habe aber auch schon gesagt, man sollte es nicht mit der Länge übertreiben. Weil ich glaube, Minecraft für 1-2 Stunden maximal reichen oftmals, habe ich das Gefühl. Die Eier mal weg. So, 16, 16. Ja, 16. Und jetzt brauche ich noch Ton. Und dazu nehme ich den Wasserdrachen am besten. Denn der Wasserdrache kann einfach mal YOLO unter Wasser bleiben, ohne was zu befürchten. An Land ist der allerdings lahm as hell. Gut. Die Zutaten hätten wir schon mal. Du, haben wir genug Kohle, ist die Frage. So, einmal zurück. Clayblöcke, Sand, Kies. Der Wortwitz des Tages. I am Grout. Ja, ja. Der Block sagt einfach aus, I am Grout. Das ist so lächerlich. So, machen wir mal. Ein Befehl, TPX, ja, die Zahl hinter TPX ist die Dimension. 0 ist also
quasi die Dimension, wo wir jetzt gerade sind. Ihr werdet schon noch sehen, was die Schmelzerei so anstellen kann. Die ist nämlich 9. Nee, warte. Die ist 5x5 groß. Und in die Höhe kannst du bis in die Bauchhöhe rein donnern. Ja, also du kannst die Schmelze wirklich von ganz unten nach ganz oben bauen. Dann hast du so ein riesen Schmelzerei-Dings rumstehen. Benötigt allerdings auch eine Menge Grout. Das heißt auch eine Menge Ton, Kies und Sand. Twitch-Mod? Was für ein Twitch-Mod? Habe ich da was nicht mitbekommen? Shit, ich habe keinen Glas mehr. Ach, okay. Ich muss mich erstmal an dieses neue Not enough Items gewöhnen, weil das, was wir hier sehen, ist JEI. Nee, Quatsch. Wie nennt sich das? Jay ist es nicht. Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz anders als gewisses andere Zeug. Könnt auch nachgucken. A bis Z genau. Doch, das ist not enough items. Später heißt es irgendwie anders. Keine Ahnung wie. Vor allem. So hat es definitiv nicht ausgesehen in not enough items eigentlich. Ja. Nate, I said so. Later it will be more awesome.
with machinery. Machinery. So, Glas her. So, dann haben wir nämlich einen Tier-Tank. Und diesen Tank fülle ich am liebsten immer in Creative auf, weil, ja, wo willst du das Zeug so schnell herholen? So. Dann braucht es einmal die Dinger. Und schon sind die Seed Bricks aus. Moment. Das ist zu nah dran. Das ist zu nah dran. Das muss hier hin. So, hier macht man ein Loch in den Boden. Hier macht man ein Loch in den Boden. Da kommt später noch was rein. Aber wir haben nicht genug. Wir haben jetzt 63. Nee, Moment. 63? Wir haben 4 gemacht. Also waren es 32. Wir haben jetzt 31 Seared Bricks verbraucht. Nur für 1, 2, 3, 4, 5 Dinger. Also da sieht man, wir brauchen noch viel, viel mehr, um das überhaupt hier fertigzustellen. Am liebsten würde ich ja noch warten, bis Scully on ist. Hat er was von 18:30 oder 19:30 gesagt? Aber eigentlich will ich euch nicht zu lang damit nerven. Vor allem. Oh shit. Ich meine, ich könnte nachgucken, klar. Das interessiert mich jetzt gerade. Okay, in einer halben Stunde, ja gut. Sollte ja noch glatt gehen. So lange können wir ja schon mal wieder am Haus weitermachen. Weil jetzt haben wir ja ein bisschen von der Schmelze schon mal gemacht. Aber bis wir die Materialien für die komplette Schmelze haben, das dauert halt. Weil du halt die wirklich jedes Mal ein Tonblock, 4 Sand, 4 Kies brauchst. Für 8 Grout. Und davon brauchst du wirklich eine ganze Ecke, damit du eine vernünftige Schmelze hast. Und die Ressourcen sind nicht einfach mal so eben zusammengesammelt, ne? Man braucht hier wirklich dauerhaft Geduld. Ohne Geduld geht hier nämlich in diesem Pack gar nichts.
So, jetzt muss ich aber erstmal hier den Baum zusammen auseinanderfrickeln. Klar, ich könnte auch eine Axt verwenden. Dann wäre der Baum direkt komplett auseinandergerissen. Aber ja. Ich denke mal, eine Holzaxt wird da nicht so einfach reichen. Ach, da drin sehe ich noch was. Hätte ich jetzt eine Sawmill von Tick. Nee, nicht von Tinkers. Von Zermal Foundation. Könnte ich jetzt 6 Baumstämme statt nur 4 rausholen. Aber die haben wir ja nicht. Aktuell. Aber Minecraft wird auch wirklich nun mal nicht so häufig kommen. Ich denke mal, wir werden das mit Assassin's Creed irgendwie abwechseln. Ich habe jetzt auch noch nicht musiktechnisch eingeplant. Weil ich bin da, was Musik angeht, wirklich ganz, ganz vorsichtig geworden. Ohne Scheiß. Bei Mario Kart Black hatte ich noch mal richtig Schwein gehabt, dass Twitch da nicht eingemischt hat. Weil Mario Kart Black hatte schon so gewisse Sachen, wo man sagen kann, alter Schwede. Das waren halt bei Mario Kart Black wirklich Soundtracks dabei, die eigentlich lizenziert sind. Aber es geht gut voran. Ich sehe das auch. So, das hier muss auch noch mal weg. Nee, der hier darf nicht an der Stelle sein. Der muss weg. Aber die hier müssen da sein. So, und dann haben wir noch die Reihe. Dann muss ich erstmal wieder Platz schaffen. Haben wenigstens schon mal eine Seite den Boden fertig. Und nein, das Haus wird nicht so klein bleiben. Es wird in die Richtung noch mal weitergehen. Um einiges. Vor allem für die ganzen Maschinen und so. Muss es auf jeden Fall noch sehr weit nach hinten gehen. Ich mache nur erstmal den ganzen Anfangsraum. Oh ja, Kaki, wenn du mal überlegst, wie viele Maschinerien es gibt. Einmal Industrial Craft. Electric Furnace, Maserator, Extraktor, Kompressor,
Elektrik-Flux-Generatoren, Recycler-Ladestation. Dann geht's direkt weiter rüber zu den ganzen Maschinerien hier. Dann gibt es noch Maschinerien von Forestry, Genindustrie. Von Ender.io gibt es Maschinerie. Von Mechanism gibt es Maschinerie. Und die alle brauchen Platz. Und deswegen muss das ein XXL-Haus werden. Weil es einfach eine ganz schöne Ecke an Maschinen sind. Und dann muss ich ja auch noch irgendwo einen Ort haben, wo ich den Nuklearreaktor hinstellen kann von Industrial Craft. Oh ja, das sind wirklich viele. Hä? Willst du Sandwiches haben? Ja. 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 Wie viel? Zwei. Zwei. Und apropos Galactic Craft. Wir werden auf jeden Fall zu Planeten reisen, sobald wir unsere Modular Power Suit so weit aufgerüstet haben, dass wir wirklich oben aushalten können. Diese Modular Power Suit, das ist die stärkste Rüstung hier. In diesem Pack. Und gut aufgerüstet kann sie wirklich was Gutes abhalten. Also, aber um da überhaupt was zu installieren zu können, braucht man halt dieses Ding hier. Ne, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu bauen hier. Electrum, Machine Frame, Transmission Coil und Emerald. Oder Machine Block, Eisenplatten, Circuit und Emerald. Oder die Ender.io Möglichkeit, Machine Cases, Electrical Steel, Basic Capacitor und Emerald. Das sind die drei Möglichkeiten, um halt dieses mysteriöse Teil zu bauen. Und ich sag mal so, die Rüstung ist Endgame-Rüstung. Und wenn man die erstmal hat, dann geht's rund. So, hier muss ich noch weiter graben. Das Grundgerüst ist ja noch gar nicht fertig. Zumindest ist der Teil des Raums schon mal fertig. Fehlen nur die Wände. Und ich würde sagen, wir machen die Wände vier hoch, dann die Decke. Ach, stimmt ja. Ich habe noch eine Maschine vergessen. Und zwar die Maschine von Quarry Plus. Die Workbench Plus, um genau zu sein. Aber das ist nur ein Block. So viel braucht das nicht.
Aber was noch Platz braucht auf jeden Fall, ist diese Assembly Table mit den zwei Lasern. Dann brauche ich auch noch Platz für Applied Energistics Controller. Ja, der ME-Controller so gesehen. Und halt den Circuit-Stanzer von Applied Energistics sowie die Ladestation von Applied Energistics. Sind auch nochmal Sachen, die dazu kommen. In den Maschinenraum. Also ja, es ist sau viel. So. Es gibt auch eine wunderbare Bombe, die sogenannte Antimatter. Witz an der Antimatter ist halt, wenn man Nuclear Physics nicht drin hat, ist anstatt die Antimatter Feuer rundherum um die Nuklearbombe. So, und wie wir alle wissen, Feuer kann nicht gecraftet werden. Deswegen hatte ich vorher, bevor ich das ganze Projekt hier überhaupt angefangen habe, nach einer Möglichkeit gesucht, die das Rezept austauscht mit Antimatter. Und das ist exakt dieser Nuclear Physics Mod. Macht Sinn. So. Ansonsten müsste ich jetzt noch graben. Dazu nehme ich am besten eine zwei Steinschaufeln. Boah, ich habe so viel Erde. Das lohnt sich voll für die Antimaterie später, die Erde zu haben. Erde ist nämlich die bestmögliche Möglichkeit, Antimaterie herzustellen. Und jetzt kommt der Clou. Die Antimatterfabrik ist ein Ring aus einem 50 mal 50 großen Magnetbahn. Naja, eine 50 mal 50 große Magnetbahn. Kann man sich schon mal drauf einstellen. Und da ich wirklich noch keine vernünftige Antriebsmöglichkeit habe für diesen Particle Accelerator, habe ich diesen Shot da hinten, wo sich halt die kreative Energy Cube kaufen kann. Ne? Creative Energy Cube. Und die werde ich halt brauchen. Ich habe es versucht mit den normalen Energy Cubes, aber die geben nicht so viel aus, dass der Particle Accelerator funktionieren würde. Weil ein Partikel
zieht so Unmengen Strom. Dass du wirklich eine größere Energiequelle brauchst, als du überhaupt craften kannst. Den werde ich auch höchstwahrscheinlich unten in den Keller packen. Weil, wie gesagt, der ist halt wirklich gigantisch. Du musst bedenken. 50 auf einer Seite. 50 auf der gegenüberliegenden Seite. Und zwischen den beiden müssen zwei Streben gebaut werden mit 48 weiteren Magneten. Und das ist nur eine Schicht. Da muss eine Lücke frei sein. Und die Schicht, die man unten hat, nochmal oben hinbauen. So, und dann kommt ja das ganze Magnetglas noch drumherum, was auch nochmal um einiges kostet, weil das halt zwei Blöcke auf einer Seite mehr sind. Und zur Mitte hin, ja, wo das Loch zwischen den einzelnen Magneten ist, da sage ich mal nur so, da sind zwei weniger an Magnetenglas. Ja. Und deswegen, weil das eben so teuer ist, und ja. Darum werde ich auch sehr viel mit der Query arbeiten. Deswegen baue ich die Query ja auch, damit ich überhaupt die Materialien zusammenkriege, die ganzen Sachen überhaupt bauen zu können. Weil die eben so scheiße teuer sind zu bauen. Gut, dann habe ich den Eingang schon mal freigelegt, den Eingang schon mal freigelegt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie bis da hinten hinkommen, das freilegen. Aber beide Schaufeln sind schon kaputt. Aber gut. Bin gleich wieder da. Ich gehe nur kurz was trinken.
So. Wieder da. Das Problem. Habe ich neue nachgepflanzt überhaupt? Scheinbar ja nicht. Nicht runterfallen, das könnte tödlich sein. Hä? Da schwebt ja noch irgendwas. Am Ende werde ich so viel Dreck haben. Und von der Quelle werde ich auch nochmal doppelt so viel Dreck bekommen. Dass ich das alles nicht lernen kann an Dreck. Naja, damit wir noch ein bisschen was anderes haben. Werden wir jetzt erstmal wieder runterstoßen. Muss mal gerade gucken. Treppe, 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 da. Ja, hier ist die Treppe zu Ende. Wunderbar. Das ist Code 1.0. Ah ja. New Orb Miner. Zinn von Industrial Craft. Nicht mitbekommen. Ah. Ja, das hier ist Uranium. Und naja, anderes Uranium als von Industrial Craft. Und ich sehe radioaktive Blöcke. Immer wenn ich diese grünen Partikel sehe, Vorsicht, Vorsicht, weil irgendwo ist garantiert ein radioaktiver Block. Mach mir Sorgen. Ich mach mir gerade Sorgen irgendwie. Oder ist es einfach nur das Uranium, was so die ganze Zeit blinkt, aber radioaktive Blöcke blinken auch so. Ja, wie gesagt, die radioaktiven Blöcke haben ähnlich, genau solche Partikel, wie die hier auftauchen gerade. Und genau deswegen bin ich gerade ein bisschen beängstigt, dass hier irgendwo radioaktive Blöcke rumschwirren.
weiter. Es scheint zu random zu sein, weil ich sehe hier nichts Radioaktives gerade. Naja, das Uranium kann man eigentlich knicken, weil das ist wirklich nur, wenn man diesen Fission-Reaktor antreiben will. Ich kann das nämlich nicht in anderes Uranium verwandeln. Was doof ist natürlich. Ich könnte theoretisch auch sagen, slash recipe. Der Mod ist nicht drin. Warum ist der Mod nicht drin? Der hätte eigentlich drin sein sollen. Naja. Aber das war auch nur, weil ich da rumgetestet habe für den Shit-Server, ey. So, jetzt fragt man sich hier sicherlich, wie kommt man da wieder raus? Ganz einfach. Teleportpunkt. Die Blätter stehen hier eigentlich im Weg. Ach ja, die Bäume da drüben niemals kappen. Mit einer Axt. Weil das ist viel zu viel für eine Axt. Boah, wie viel Zeug mir da zugeflogen kommt, ey, ich glaub das ja nicht. Das ist ein Baum von Tomcraft und der ist einfach mal gigantisch. Also, ich muss für nächstes Mal auf jeden Fall noch ein paar Mods reinpacken, die aufgrund von Testerei jetzt fehlen. Na gut, ich würde sagen, wir machen trotzdem hier mal ein Punkto und machen hier an der Stelle dann nächstes Mal weiter. Skali ist gerade nicht da, aber wir haben noch ein paar andere Leute zur Verfügung. Dachte ich könnte es gar nicht raiden, aber nope. Er ist noch nicht online. Wahrscheinlich ist er noch nicht bereit. Aber ich würde jetzt auch nicht übertrieben viel weitermachen heute. Vor allem, weil noch was fehlt in dem Pack. Deswegen schicke ich euch zum Horror Night. Es läuft schon alles, aber es fehlen noch ein paar Mods. Einmal Project E, dann, was war das andere noch? Das mit den Rezepten.
Und da war noch ein drittes. Und die muss ich fürs nächste Mal noch hinzufügen. Also, man sieht sich und ciao.